Moin Leute, und heute zeige ich euch wieder mal einen Solo Unlimited Money Glitch mit Bypass für die PS4 und auf jeden Fall auch für die Xbox One. Aber als Bonus in diesem Video zeige ich euch noch gleichzeitig einen Giftcast to Friends. Das bedeutet, ihr könnt euren Freunden Autos geben. Natürlich auch andersrum. Also wenn ihr immer einen Freund hattet, der ein krasses Auto hat, aber was ihr immer haben wolltet, könnt ihr es jetzt haben. Mit diesem krassen Glitch. Aber den Giftcast to Friends zeige ich am Ende des Videos. Erstmal machen wir den normalen Solo Unlimited Money Glitch mit Bypass. Aber was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht eine Basis. Die Basis muss natürlich voll sein. In der Basis braucht ihr ein Auto, was wir für diesen Glitch wegschmeißen könnt. Das bedeutet irgendein Auto, was total billig ist, was ihr auf jeden Fall nicht mehr braucht. Mein Tipp, nicht den normalen LG. Und außerdem braucht ihr auch noch in der Basis die Adventure, also dieses komische große Flugzeug. Und außerdem braucht ihr natürlich ein Auto, was ihr euch duplizieren wollt. Dieses Auto darf natürlich nicht in der Basis stehen. Und dieses Auto, was ganz wichtig ist, Leute, dieses Auto braucht ein persönliches Nummernschild. Ein benutzerdefiniertes Nummernschild von der iFruit-App. Und außerdem müsst ihr in einer Einladungssitzung sein. Aber was wiederum ganz wichtig ist, Leute, ihr braucht ein Motorrad, aber nicht irgendein Motorrad, nein, ihr braucht das Old Presser Bike. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Aber bevor ihr jetzt mit dem Glitch anfangen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen. Das Like-Ziel auf diesem Video liegt jetzt bei 55 Likes. Wäre auf jeden Fall cool, wenn wir das schaffen könnten, Leute. Und für die Leute, die mich noch überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Videos wie dieses hier verpassen. Also ich würde mal sagen, fangen wir mal an mit dem Money Glitch. Als erstes seid ihr natürlich in einer Einladungssitzung und seid bei eurer Basis. Als nächstes müsst ihr natürlich die Adventure so platzieren wie ich. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Also ihr müsst die Adventure halt neben der Basis hinstellen, aber so, dass der blaue Punkt sichtbar ist, Leute. Aber halt so nah wie möglich dran. Das ist ein bisschen Taktgefühl, müsst ein bisschen ausprobieren. Auf jeden Fall steht jetzt mein Flugzeug so zur Basis. Also ich würde es euch auch so empfehlen. Als nächstes registriert ihr euch natürlich als Motorradclub-Anführer. Seid ihr Motorradclub-Anführer, holt euch natürlich das Oppressor-Bike. Habt ihr das Oppressor-Bike, fahrt jetzt zum gelben Punkt. Ihr werdet natürlich die Meldung erhalten, dass die Basis voll ist. Was müsst ihr jetzt machen? Ihr müsst einmal auf die PlayStation-Taste bzw. Xbox-Taste drücken. Seid ihr dann im jeweiligen Menü drinne, müsst ihr wieder zurück zur GTA. Ihr werdet merken, dass die Meldung verschwunden ist. Was müsst ihr jetzt tun? Ihr fahrt jetzt einfach zu eurer Adventure. Aber so, dass ihr oben die Meldung erhaltet, die rechte Falltaste für die Adventure, aber das ist ja auch noch so gesehen, auf der Basis steht so ein bisschen oder direkt daneben. In meinem Fall kam lustigerweise nicht die Meldung, warum auch immer, aber es hat trotzdem funktioniert. Also normalerweise müsste jetzt oben links eine Meldung erscheinen. Na gut, nach ein paar Sekunden wird dann wieder die Meldung kommen, die Basis ist voll. Jetzt müsst ihr natürlich wieder einmal die PlayStation bzw. Xbox-Taste drücken und natürlich dann wieder zurück zu GTA gehen. Die Meldung wird verschwinden. Jetzt müsst ihr das Touchpad gedrückt halten, um das Interaktionsmenü zu öffnen. Was müsst ihr jetzt tun? Ihr scrollt einfach nach unten zu Spontan Rennen. Und jetzt, Leute, müsst ihr die rechte Pfeiltaste spammen und einmal X drücken. So, in meinem Fall habe ich jetzt einfach mehrmals hintereinander diesen Schritt gemacht, um wirklich sicher zu gehen, dass das funktioniert. Normalerweise müsst ihr das eigentlich nur einmal machen, aber ich habe es jetzt mehrmals gemacht. Ihr könnt selbst entscheiden, wie oft ihr das machen wollt. So, auf jeden Fall habt ihr das dann ein paar Mal gemacht, in meinem Fall oder nur einmal, das geht ja auch. Dann schließt das Interaktionsmenü. Dann müsst ihr jetzt die Meldung erscheinen, dass die Basis voll ist, wieder sofort. Aber ihr hört auch auf eurem Headset, Fans oder wo auch immer der Ton rauskommt, dass irgendwann zu euch der Mechaniker spricht. Und wenn ihr das hört, Leute, müsst ihr einfach X drücken. Dann seid ihr auf einmal in der Adventure und ihr steigt vom Motorrad ab und das Motorrad wird verschwinden. Wenn ihr das geschafft habt, Leute, habt ihr den größten Teil schon geschafft. Aber was müsst ihr denn jetzt machen? Ihr geht jetzt einfach zu Fuß aus der Adventure raus. Seid ihr draußen angekommen, bestellt ihr euch das Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt. Aber natürlich ganz wichtig ist, Leute, das Fahrzeug braucht ein eigenes Nummernschild. Und mein Tipp, nehmt den LG Retro Custom. Wurde das Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt, geliefert, dann müsst ihr jetzt irgendwo hinfahren, wo ihr es einklemmen könnt. In meinem Fall fahre ich jetzt einfach hier hin. Auf jeden Fall, das Ziel ist es jetzt, Leute, dass beide Türen blockiert sind, so dass ihr halt raus und rein teleportiert, wenn ihr aus- und einsteigt. So wie ich jetzt hier. Habt ihr das, öffnet ihr wieder das Interaktionsmenü, geht auf Motorradclub-Fähigkeiten und dann wird er ganz oben stehen, Fahrzeug wieder einlagern. So, jetzt kommt es ein bisschen aufs Timing an, denn ihr müsst gleichzeitig Dreieck und diese Meldung mit X bestätigen. Also halt Dreieck, um einzusteigen und X, um das Fahrzeug
halt zurück in die Garage liefern zu lassen. Wenn alles funktioniert, Leute, sitzt ihr im Fahrzeug und das Interaktionsmenü hat sich geschlossen. Und jetzt müsst ihr einfach nur noch zum gelben Punkt der Basis fahren. Dann müsst ihr die Meldung bekommen, dass die Basis voll ist. Und ihr bestätigt einfach mit X, obwohl oben links steht, das Fahrzeug kann nicht reingefahren werden. Wie easy ist das denn? Seid ihr dann mal in der Basis angekommen, müsst ihr jetzt einfach nur das Fahrzeug auf das Fahrzeug platzieren, was sowieso für diesen Glitch verloren gehen kann. In meinem Fall ein normaler LG und BOOM! Das Fahrzeug ist dupliziert und in eurer Basis. Und so einfach war das, Leute. Um das Fahrzeug jetzt zu verkaufen, müsst ihr jetzt GTA neu starten. Ihr könnt jetzt natürlich sofort weiter glitchen, ohne GTA neu zu starten. Aber wenn ihr nach euren Glitchen die Autos dann verkaufen wollt, müsst ihr GTA neu starten. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, Leute. Und noch als kleine Zwischeninfo, Leute. Es gibt ja immer noch meinen Unlock-All-Service. Also wer noch ein Unlock-All für den PC braucht, sollte mal unbedingt meine Videobeschreibung abchecken. Denn dort ist der Link zur Unlock-All-Seite. Dort kriegt ihr einfach die besten Unlock-Alls. So, in meinem Fall ist GTA neu gestartet. Und ich bestelle jetzt mein Auto über Mechanica. Und ich werde es dann jetzt auch verkaufen. In meinem Fall bringt das Fahrzeug knappe $976.000. Das bedeutet eigentlich 1 Million pro Karre, wenn man es so ein bisschen aufrundet. Und das ist schon richtig, richtig heftig, Leute. Pro Duplikat braucht ihr um die 5 Minuten. Das ist schon wirklich einfach, wie soll ich sagen, richtig heftig. Und weil dieser Glitch wirklich so einfach ist und auch noch solo, würde ich euch jetzt schon wieder bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen. Aber Leute, ich habe ja gesagt, es gibt ja noch ein Give Cars to Friends Glitch. Jawoll! Das ist natürlich auch relativ einfach. Generell ist er vom Glitch her im Prinzip das genau dasselbe. Aber was müsst ihr denn jetzt machen, Leute? So, wir spülen jetzt einfach wieder zurück. Als erstes seid ihr natürlich wieder in eurer Basis in einer Einladungssitzung. Mit eurem Freund natürlich, der das Fahrzeug zur Verfügung stellt. Ihr Adventure muss natürlich wieder an der Basis stehen, sodass der blaue Punkt sichtbar ist. Was müsst ihr jetzt tun? Ihr bestellt natürlich wieder das Oppressor-Bike zu euch durch die Motorrad-Club-Fähigkeit. Jetzt fahrt ihr natürlich mit dem Motorrad in den gelben Punkt hinein. Ihr werdet natürlich wieder die Meldung erhalten, dass die Basis voll ist. Ihr müsst natürlich jetzt wieder die PlayStation bzw. Xbox-Taste drücken, um ins jeweilige Menü zu kommen. Seid ihr dann im Menü, geht ihr wieder zurück zu GTA. Die Meldung ist auf mysteriöse Weise verschwunden. Was müsst ihr jetzt tun? Ihr fahrt jetzt einfach zur Avenger bzw. zwischen dem blauen Punkt und der Basis, so wie ich jetzt hier im Video. Nach ein paar Sekunden wird die Meldung erscheinen, dass die Basis voll ist. Ihr drückt dann wieder die PlayStation bzw. Xbox-Taste, um ins jeweilige Menü zu kommen und geht wieder zurück zu GTA. Die Meldung wird natürlich wieder auf mysteriöse Weise verschwinden. Was müsst ihr jetzt tun? Ihr haltet jetzt das Touchpad gedrückt, so dass sich das Interaktionsmenü öffnet. Seit dem Interaktionsmenü scrollt ihr runter zu spontan rennen. So, jetzt müsst ihr einfach die rechte Pfeiltaste durchspammen, um einmal X drücken. Habt ihr das gemacht, könnt ihr rein theoretisch das Interaktionsmenü schließen. Ich mache diesen Schritt mehrmals, deswegen nicht schlimm, Leute, ihr könnt es nur einmal machen, aber ich persönlich mache es einfach zu 2 bis 3 Mal, um wirklich sicher zu gehen. Habt ihr es dann gemacht, schließt das Interaktionsmenü. Dann müsst ihr jetzt wieder sofort die Meldung erscheinen, dass die Basis voll ist. Aber Leute, wenn ihr genau hinhört, müsstet ihr nach ein paar Sekunden eure Mechaniker hören. Und wenn ihr das hört, Leute, müsst ihr diese Meldung, dass die Basis voll ist, mit X bestätigen. Und boom, ihr seid in der Avenger und das Motorrad ist auf mysteriöse Weise wieder verschwunden. Was müsst ihr jetzt tun? Ihr geht einfach zu Fuß aus der Avenger heraus. Seid ihr draußen angekommen, müsst ihr erstmal Selbstmord begehen. Dafür haltet ihr das Touchpad gedrückt und geht auf Selbstmord. Habt ihr euch selbst umgebracht und seid dann wieder gespawnt, gebt euch euer Freund das Auto, was ihr haben wollt. Und ihr fahrt einfach damit zum gelben Punkt. Obwohl das nicht euer Auto ist, wird die Meldung erscheinen, dass die Basis voll ist und ihr müsst einfach diesmal nur mit X bestätigen. Seid ihr in der Basis, platziert ihr das Auto auf das Auto, was ihr sowieso für diesen Glitch wegschmeißen könnt. Und boom, das Fahrzeug gehört jetzt offiziell euch. Um das Fahrzeug auch wirklich nutzen zu können, müsst ihr natürlich nach diesem Glitch GTA einmal neu starten. Und danach ist das Fahrzeug wirklich komplett funktionsfähig. Aber Leute, passt auf, ihr könnt nicht jedes Auto von eurem Freund verkaufen. Also wenn ihr damit so gesehen Geld machen wollt, muss euch euer Freund halt ein LG Retro Custom geben. So Supersportwagen, den dann verkaufen, das geht leider nicht, dann erhaltet ihr nämlich die 50k Meldung. Deswegen müsst ihr halt gucken, wie ihr es machen wollt. Wenn ihr wollt einfach nur krasse Autos, aber wenn ihr mit Money Glitch betreiben wollt, dann muss euch euer Freund ein LG Retro Custom oder irgendein anderes Bennys Fahrzeug geben. Aber das war's dann jetzt schon wieder von diesem Glitch. Wenn euch der Glitch gefallen hat, würde ich euch jetzt schon wieder bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und für die Leute, die mich doch überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Glitches wie dieses hier verpassen.
Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.